Frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute Morgen noch im Lost Place aufgewacht mit dem Sebastian und dem Dominik. Schöne Grüße an die beiden. Das war auf jeden Fall eine arschgeile Nummer. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf dieses Video. Ich denke mal, dass dieses Video vor dem Lost Place Übernachtungsvideo kommen wird. Ich werde auch gleich mal nach diesem Take einen kleinen Sneak Peek für euch einblenden. Und ja, möchte euch in diesem Video so ein bisschen erzählen, wie der Dezember aussieht, was ich da für Planungen habe, was ihr da so für Videos ja, erwarten könnt, in Anführungsstrichen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet schon. Und ja, wenn ihr Lust auf ein kleines Laber- und Informationsvideo habt, dann wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid. Leute, und ziehe richtig schön. Also das Schlimme ist, nee, man muss das noch nicht mal verdienen. Ja, doch, glaube ich schon. Also ein bisschen, ne? Ach, ist das nicht schön, wenn da so langsam die Sonne untergeht, der Himmel so langsam violett und orange und noch blau so ein bisschen durchscheint. Richtig toll, habt ihr gerade in der Drohnenaufnahme gesehen. Und ihr habt auch so einen kleinen Sneak Peek gesehen von der Lost Place Übernachtung. Also ich kann euch sagen, wir hatten auf jeden Fall eine richtig, richtig große Menge an Spaß und werden das. Und da kommen wir dann direkt schon zum ersten Thema, was im Dezember ansteht, eine weitere Übernachtung in einem Lost Place machen. Wo, wird natürlich nicht verraten. Was ich verraten kann, ist, dass der Sebastian so circa 70 bis 80 Kilometer wieder dahin laufen wird. Ich werde mich mit dem Dominik treffen, im Prinzip schon in die Richtung fahren und dem Sebastian dann entgegenwandern und mit ihm dann zu dem Lost Place zurücklaufen. Und dann mal schauen, was wir da ja, an Lagerplatz und Möglichkeiten finden. Ihr werdet in dem Video auch sehen, also in dem Lost Place Video, was jetzt kommt, dass da nicht einfach ganz platt auf dem Boden übernachtet wurde, sondern ich möchte da noch nicht zu viel spoilern. Also vielleicht ist das Video auch schon online. Wenn ihr dieses Video jetzt hier seht, dann blende ich euch jetzt mal die Infokarte ein und das Video ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich werde mir da auf jeden Fall auch überlegen, ob ich mein Schlafsetup nicht noch ein bisschen optimiere. Mal schauen, bis dahin ist es auch noch ein bisschen Zeit. Und ja, das ist auf jeden Fall die Übernachtung für Dezember, die da geplant ist bis jetzt. Ob da noch eine hinzukommt oder nicht, das entscheidet sich immer relativ spontan. Also lasst euch da an dieser Stelle auch überraschen. Ich bin da auf jeden Fall auch mit dem Dominik in regem Austausch. Also wir verstehen uns wirklich sehr gut. Also ich würde fast schon so weit gehen, dass man uns beide so als Freunde bezeichnen kann. Klar, wir haben jetzt privat nicht... Wobei, also... Wie soll ich das sagen? Also, Freunde schreibt ja eigentlich jemand, wenn man regelmäßig etwas macht, sich aus. Wobei, machen wir ja auch. Also, lieber Dominik, du weißt Bescheid. Wir wissen Bescheid. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter Richtung Solingenwald. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich muss nämlich zu Rossmann noch ein bisschen was einkaufen. Und dann geht es gleich im Prinzip einen ähnlichen Weg wieder zurück zum Edeka noch. Da muss ich auch noch einkaufen. Und ja, also sind noch einige Kilometer zu laufen und noch eine ganze Menge Zeit, euch ja ein neues Update zu geben, wie es im Dezember aussieht. Also Übernachtung haben wir schon mal einen Haken angemacht. Dann würde ich sagen, geht es jetzt erstmal heiter weiter. Leider gleich erstmal an der Hauptstraße vorbei. Aber ich werde mich versuchen, so ein bisschen da durchzuschlängeln und nicht den ganzen Straßenlärm mit auf dem Ton zu haben. So, wir unterqueren jetzt erstmalig die Korkenzieher-Trasse und ich finde an einer sehr interessanten Stelle, denn ja, das ist eine Unterführung oder eine Brücke, je nachdem wie man sehen will. Und die fahren auch die Oberleitungsbusse durch. Und hier oben könnt ihr nochmal sehen, wie das funktioniert mit den Oberleitungen. Ja, komm, wir gehen mal eben auf die Straße. Da oben könnt ihr das sehen, da oben sind so Metallplatten drin. Ich denke mal, die einfach die Oberleitung
davon abhalten, wenn ein Bus daherfährt, da oben gegen das Metall zu kommen, der Brücke, damit die Leute da oben, die dahergehen, keinen Stromschlag bekommen. Ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das ist auch einer der wenigen Stellen, wo das so, wo ich das persönlich so kenne. Und ja, also ich weiß nicht, wie ich jetzt eine elegante Überleitung hinbekomme zu dem nächsten Videothema. Also mache ich es kurz und knapp. Es wird eine weitere Folge der Talk in der Natur geben. Und zwar wird der aufgezeichnet Anfang Dezember. Jetzt gehen wir mal eben schnell hier rüber. Und genau an dieser Stelle wird das aufgezeichnet, wo ich die, das Video gemacht habe, die Natur und eine Tasse Kaffee. Das war nämlich im Arboretum Burg Holz. Ich finde die Hütte ja mega, ne? Zum Übernachten ist sie vielleicht nicht so optimal, weil die wirklich zu allen Seiten hin offen ist. Da bläst überall der Wind durch. Aber um sich dann Kaffee zuzubereiten und ein bisschen zu quatschen, ein bisschen zu klönen über die Outdoor-Hobbys und sowas, ist sie perfekt. Ich glaube, die ist auch gar nicht so weit weg von irgendwelchen Wanderparkplätzen, weil die beiden nicht hier aus Solingen kommen, sondern, ja, wobei, mit dem Auto ist es jetzt vielleicht auch eine Stunde, anderthalb Fahrzeit. Ich möchte aber noch nicht verraten, wer es ist. Das werdet ihr dann sicherlich in den Instagram-Stories mitbekommen. Also haltet auf jeden Fall auch meinen Instagram-Account im Blick. Der ist unten links oder rechts, je nachdem, verlinkt. Ich kann mir das nie merken. Genauso wie mit den Infokarten. Also, oder hier schaut mal in die Videobeschreibung, da ist der Kanal auch verlinkt. Und ja, wir nähern uns jetzt dem Ziel Rossmann. Da hinten kann ich schon die Walderkirche sehen. Die zeige ich euch gleich auch. Und dann gibt es noch eine weitere kleine Information. Eine weitere Vorausschau auf ein weiteres interessantes Video mit einem weiteren anderen Wanderpartner. Also seid gespannt. Mehr Infos dazu gleich. Ja, hier in Solingenwald schlagen die Uhren ein wenig anders, offensichtlich. Der Rossmann hat schon seit 16 Uhr geschlossen. Natürlich auch eine arschgeile Nummer, aber ja, gut, die werden ihre Gründe haben. Wir haben jetzt im Übrigen 4:15. Also ich bin nur eine Viertelstunde zu spät. Deswegen, ja, Planänderung. Es geht jetzt direkt zu Kaufland. In der Hoffnung, dass ich denn da alles finden werde. Und hier bin ich auch schon öfter dran vorbei, an der Adlerapotheke. Ein Denkmal, also ich finde das richtig toll. Diese ganzen alten Reagenzgläser und sowas alles hier. Die auch. Jodtinktur steht hier drin. Richtig toll. Auch da oben dieses Wappen, was man da oben, was da oben hängt. Kann man das sehen? Da ist es. Jo. Also richtig toll. Richtig urig. Bergisch. Die Adler Apotheke. Mega. Und ja, würde ich sagen, geht es jetzt erstmal 1 fix 3 zum Kaufland. In der Hoffnung, dass ich denn da alles finden werde. Und dann melde ich mich danach nochmal wieder. Bis gleich. So, liebe Leute, der Einkauf ist erledigt. Jetzt packe ich das ganze Gelumpe eben wieder ein. Dann spare ich mir jetzt gleich den Umweg über Edeka, weil ich habe ja hier alles bekommen. Dann würde ich sagen, ich packe das eben ein. Und dann geht es wieder Richtung Heimat. Die Tour neigt sich dem Ende und ich wollte euch noch final eine Sache erzählen. Sorry an dieser Stelle schon mal für die schlechten Lichtverhältnisse. Ich habe wieder mal vergessen, Beleuchtung mitzunehmen, weil ich immer wieder vergesse, dass es doch zum Herbst und Winter hin recht früh dunkel wird. Aber im Dezember ist weiterhin geplant noch ein Treffen mit dem Daniel im Instagram-Kanal Bergisch Outdoor. Der macht auch sehr tollen Content, schaut da gerne auch mal vorbei auf seinem Instagram-Account. Entweder machen wir da eine gemeinsame Wanderung rund um Solingen
irgendwie so in dem Dreh. Oder es wird noch eine weitere Folge der Talk in der Natur geben. Das wird sich an dieser Stelle dann zeigen. Das steht noch nicht fest zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, so den Outtake, den werdet ihr später sehen nach diesem Video. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich euch gesagt, ich treffe mich mit dem Daniel. Bergisch Outdoor, also seid auf jeden Fall gespannt. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich wünsche ein schönes Wochenende und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao. Ich wünsche euch an dieser Stelle mal ein wundervolles Wochenende. Ach Junge, ey, was ist das denn, ey? Piss die Wand an, ey.